Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ist nicht. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne. Neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam. Oh, Triss! Oh! Aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ja. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Boah. Also, in der Serie definitiv, Yennefer. Definitiv. Aber im Spiel ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Da würde ich sogar fast auf Triss gehen. Allein schon wegen der Haarfarbe. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest... Ja, gibt's nur auf Netflix. Und gerade aktuell ist sogar die zweite Staffel draußen. Bald. Weidendorf bei Wüsima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Ja, wie bitte? Wie? Das würde ich gern ausführlich gern bitte die Geschichte dazu hören mit dem Einhorn. Oh, schade, 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 schade. Gerade aktuell, zweite Staffel, der Witcher. Aber ich muss mal als erstes Hawkeye noch fertig anschauen und dann schaue ich mir der Witcher an. Aber ich bin dementsprechend sehr gespannt. Ich würde sagen, top. Ich würde sagen, wirklich top. Gute Serie. Ein oder zweimal benutzt haben in bestimmten Situationen. Henry Cavill, perfekter Geralt-Darsteller. Perfekt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Eine eigene Serie über Yennefer. Ja, wäre ich definitiv dabei. Definitiv. Hörst du das? Am besten so mehr da in diesem Badeding und alles drum und dran. Kannst gerne eine ganze Reihe davon geben. Mir gefällt die Serie wirklich gut. Muss sagen, die erste Staffel war gut. Nicht dieses, boah, geil, diese Serie. Es war gut. War die erste Staffel. Man hat gemerkt gehabt, war jetzt nicht so das Beste vom besten Budget drin, weil Henry Cavill kostet auch ein bisschen dementsprechend. Muss man auch dazu sagen. Aber sonst Schauplätze, Gegner, Geschichte, super gemacht. Dies zu sehen ist gerade die Geschichte zwischen Geralt und Yennefer, finde ich extrem geil. Und jetzt in der zweiten Staffel, wo dann Ciri auch immer mehr im Fokus ist, mit Geralt, babamäßig. Aber wie gesagt, ich habe mir gerade erst die erste Hälfte von der ersten Folge angeschaut, aber ich will mir als erstes trotzdem fertig, Hawkeye fertig anschauen. Typisches Marvel-Ding. Dann gucken wir mal hier da. Ja, sehr schön. Hey, nicht deppert. Ui. Was nehmen wir denn am besten, hä? Bisschen Feuer? Na sicher, Alter. Verbrennt doch scheiße, geschissener Arschloch, du. Na komm her, dann, na komm her, da. Ein bisschen was gehaust, aber mehr geschissener. Ja, ja, Kombination mit Flamme ein bisschen, wenn möglich. Wenn ganz, ganz möglich. Warte, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, ich will schon wieder nicht die Flamme aktivieren, der Hund. Der hat schon wieder keine Energie, der Haverer. Aber jetzt mit dem Pferd anzündeln, mit dem Pferd, das wär's.
Ey, komm her, du Aberer, du. Ja, sehr schön. Adrenalinpunkte. Monsterauge. Perfekt, ein bisschen was zum Sammeln, gehört auch dazu, ne, sicher. Gönn dir. Das ist schon aufs Pferd da, hätte mich da ein bisschen umgeschaut. Ne? Lass mich da mal ganz kurz umschauen. Die haben sicher noch was Gutes eingesteckt. Die Havarinius. Die haben sicher was Gutes eingesteckt. Guck mal her da. Der läuft mir da gleich weg, der Havarer. Ja, hier, gönn dir halt einfach. So, was haben wir da Schickes? Steppert, wo ich das, oder was? Nein, das kann ich nicht gewesen sein. Ich bin ja ganz zärtlich, ich bin ja freundlicher Monster Hunter. Oh, Blödsinn. Oh. Ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind. Ah, wunderschön. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Stöper. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Könige. Geil. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Stöper, da ist schon wieder aufgehängt. Leck mir Marsch. Bist du narrisch? Oder ein bisschen abgefackelt. Man merkt halt einfach, da muss anscheinend ein Krieg in der Nähe sein. Merkt man schon. Da ist was in der Nähe. Weil ohne Grund ist es nicht so. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Nicht so schnell, Plätze. Also ich finde Jennifer, die taugt mir, das ist schon hübsch, muss man schon sagen, aber Triss gefällt mir überhaupt nicht in der Serie. Aber mal schauen, vielleicht umso mehr man gesehen hat. Der für ja auch ein bisschen, also ein guter Leberkäse. Sicher nicht schlecht vom Leberkäse-Peppi, gell? Also hätte ich schon was gern, was Gescheites. Lass mir da auch noch was übrig, Havara. Der hat den ganzen guten Bauchspeck gefressen, das Arschloch. Na geh. Okay. Ja, flieg ruhig mit deiner Beute weg. Und Stepper, der greift gleich nochmal an, der Havara. Also Esel-Leberkäse wäre noch besser gewesen, na sicher. Ich hab doch gehabt, das ist ja ein Pferd. Hoppala. Ist er weg? Ja. Komm raus. Kokosnusskopf, servus, grüß dich. Na hallo. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber boah, saftig, knaftig. Aber pikant, ein bisschen schärfer. Muss ja doppelt brennen. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Wenn du schon mal so fragst, ja, wieso nicht? Na, so sind wir ja nicht drauf. Obwohl für den Kokosnusskopf geht das schon extra zahlen. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Jetzt bin ich aber gespannt. Wow. Ja, sagen wir mal so nett, also das mit was schert dich das, finde ich nicht in Ordnung. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Tolle Hupen, geiler Hintern. Aber soll ich noch mehr beschreiben? Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Deshalb bin ich auch genau so gewesen, weißt? Da könnte sie wenigstens einen guten Haarschnitt leisten, weißt? Ich wollte ihn nicht jetzt komplett auseinandernehmen, na. Oder? Das ganze Geld, das Geld braucht er für den Friseur, der arme Hund. Was der Lockdown, dieses, jenes, verstehe ich, dass der sich aktuell keine Frisur leisten kann. Oder kein Fiend. Gehen wir.
der Arme, der tut mir ja leid. Gern den einen oder anderen Leberkäse, die ich zwar schon gern gehabt, aber was soll's? Blödsinn? Blödsinn? Wer ist denn? Hast du vielleicht einen kleinen Bauchspeck? Na, ein kleines bisschen Lascher schneiden. Ist nicht viel, ist definitiv nicht viel. Also, haben wir klar erledigt, so haben wir klar erledigt. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Das Kind spielt jetzt schon mit dem Bogen, das ist super. Okay. Wie tut denn der bitte anfeuern? Der Windler? Der Windler? Okay, passt. Ja, schau, das ist eine gute Hausfrau. Die gefällt mir. Na, bist du narrisch. Das ist eine brave. Bist du narrisch, muss ich gleich mal alten zeigen. Na, die ist immer brav beim Putzen. Ja, also, kann zu mir kommen, kann zu mir kommen. Man reiche mir den Spritzer. Oder Biertje, keine Ahnung, mir ist wurscht. Gib mir irgendwas. Na geh, die ist ein bisschen au, heute, geh. Lass die in Ruhe. Das runter, sonst gibt's Ärger. Achso, wegen dem Scheißdreck. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Hm? Bleib lieber sitzen, Digi. Und sauf dann auch. Ich glaube, das war anscheinend schon ein bisschen zu viel für ihn. Ganz, ganz arschig. Na hallo! Na hallo! Nur aber schnell erkannt, bist deppert? Nette Tätowierung, bist deppert? Mami hat dich anscheinend nicht lieb gehabt. Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Oh, anscheinend hat dich deine Mutter ganz besonders lieb gehabt. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts, das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen auf. Wieso schreien die heute plötzlich so? Euch bringen? Wieso schreien die heute plötzlich so? Da bist du deppert, aber ja, wenn's schon so. Wenn du schon so herumscheißt, wieso nicht? Hier ist ja richtig was los. Das ganze nette Deko mit den Blumen. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Verstehe ich. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Oh ja! Krieg auf Wolken Meat-Style, oder was? Bruder! Komplette Zerstörung! Ich weiß nur, ich hab den Chinesen bei uns in der Nähe aufs, in den Balkon getrieben und das zweimal! Es war sie jetzt schon! Schade, wir hätten was tun können. Was macht das Pferd da hinten? Pferd, tut das Pferd ein anderes Pferd ficken? Was ist da los? Was ist da draußen los? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Na, immerhin hat er wenigstens ein bisschen was eingesteckt. Der arme Hund. Na Gott sei Dank, würde ich jetzt einmal sagen. Was hast denn du noch so alles? Quent. Spezialfähigkeit von Einheitenkarten. Ein Fuffi wert, ha? Ein Fuffi. Das ist auch gleich mal so ein bisschen teurere Karten. Kauf. Das ist so schlimm. Würde ich das jetzt eh gar nicht finden, weil wir müssen sich eh gönnen, weil wir haben da sicher dann mal das ein oder andere Duell. Würde sagen, mal gut einkauft. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet.
kam aus Richtung Weiden. Guten Arsch. Was? Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. Und Einhörner. Sie mag definitiv Einhörner. Weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja. Was macht dieses Pferd? Bruder, was geht hier ab? Viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fahren. Können die sich nicht ihr eigenes Zimmer nehmen? Also mal so eine kleine Frage für zwischendurch. Können die sich nicht einfach ein scheiß fucking Zimmer nehmen, das scheiß Pferd? Würde nicht die ganze Zeit ausschauen, wie es pampern da draußen. Emizi, na voll lieb. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Ich nach Jennifer. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Klingt jetzt schon nicht gut. Oh, Drommle, Drommle. Nettes Stück Kuchen. Oder ist es ein Kas? Was gehörst du? Kann ich vielleicht einmal kosten? Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Also, erstmal ein Käse. Sehr gut. Zweitens, wie bitte? Wo ist er wieder gehört? Da gib ihm klar Watschen, Alter. Komm, ich bin einmal auf ganz, ganz nett unterwegs. Tun wir mal nur reden. Einmal die sanfte Tour. Die sanfte. Guter Kopf, böser Kopf mäßig, was? Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Wie nett. Ich verliere gleich die Geduld. Jetzt bin ich noch der gute Kopf. Aber ich würde aufpassen, Havra. War nur Spaß. Wir wollen hoffe ich mal für die. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Meister! Plötzlich bin ich der Meister für dich, ja? So ist es. Dann gib mir den Käse. Und gib mir dein Bier. Ich hab einen Durst. Es gibt vier Farben. Kannst du ruhig machen, kein Problem. Kannst du ruhig machen, kein Problem. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. So ein Trottel, gell? Ein Wahnsinn. Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte in Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Und mag Einhörner. Natürlich nicht. Ganz, ganz wichtig, Einhörner. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Was? Was für eine Reiterin, Alter? Was da zufällig, guter Arsch? Einhorn, irgendwas in der Richtung, das sind ganz, ganz wichtige Themen, hallo? Gerade beim Mann, der war sofort guter Arsch, schwarz, das war ja die war das ja. Das war so gleich fix, ganz genau. Ganz arg sicher. Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Wir folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Oh. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Passt. Nein, sehr gut. Nicht für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Also ich würde definitiv über den Krieg schreiben. Safe, aber so die gute Geschichte. Nicht dieses Blümchen-Geschichtel da so, sondern mal die harten Dinge. Vergewaltigung, Abschlachtung, alles drum und dran. Beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen.
Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Und dann haben wir sowieso keine Frage mehr. Passt. Herr Architekt Akademie Havra. Bye bye. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Ja. Spielst du vielleicht Gwent? Ja, das jetzt schon wieder, Alter. Welches Yu-Gi-Oh! Ist das jetzt schon wieder, Alter? Wir haben eh schon so viele gehabt, Alter. Oder? Kannst du nicht einfach sagen, Yu-Gi-Oh! Na, Gwent, was ist ein Gwent, Alter? Da hast du eh schon 5Ds, GX, da hast du noch XYZ, hast, oder was willst du jetzt noch? Jetzt hast du das Gwent, Yu-Gi-Oh! Gwent. Na gut, ja, dann spielen wir mal so ein bisschen. Darf ich wenigstens einen D-Rail da herumfahren? Darf ich da wenigstens mit dem Motorrad fahren? Das wäre wenigstens leibend, oder? So richtig altbackend. Einfach nur hinlegen die Karten und tschüss, oder was? Also, es funktioniert so. Na, geschleichte, ja, na gut, ja, beginnen wir mal. Okay, auf Königstyle, okay, der da ein König, na, zeig mal her da. Ich nehme alles. Passt, okay. Versteckt alle Einheiten in der Reihe. Nahkampf, Wehren, Belagerung, passt, ist dann auch schon mal safe. Moralschub und gewährt an Einheiten der gleichen Reihe. Jetzt ist es schon mal nicht schlecht. Passt, Supporter, dieses jenes, wenn man sagt, man macht mehr Schwert, dieses jenes. Beziehungsweise, das ist dann eher so für den Gegner der Nachteil. Ich sollte ausspielen von Karten, okay, ja, sollte man eigentlich ungefähr so eh klar sein. Ja, dann würde ich mal sagen, Tutorial, oder? Hätte ich gesagt gehabt, na wart. Dann machen wir gleich mal eine gute Karten daher und dann habe ich wenigstens den kleinen Wichser da noch dazu und habe da sogar noch ein kleines Plus. Wenn der Havara mal deppert kommt. Muss einfach nur schauen, dass ich mit den Punkten höher bin als mit der anderen Hapschi. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und dass ich noch ein paar Karten habe für die nächste Runde. Sonst geht's patz! Bin ja gefickter Mann. Okay, da will es einer unbedingt wissen. Aber es ist ja trotzdem nur 5, 4. Interessant. Hätte man gedacht gehabt, dass ich da doch am wenigsten ein bisschen höher wäre, bleibe oder sonst was. Belagerung beider Spieler. Setzt die Stärke aller Belagerungskarten. Okay, was haben wir da ganz genau? Nahkampfkarten. Okay, dann würde ich vielleicht sogar sagen, Nahkampf weg, dann würde ich dann dementsprechend den Bogen nehmen. Ja. Würde den Bogen für alle Fälle nehmen. Wenn er Nahkampf nimmt, dann nehme ich die andere Waffen. Wir können das die ganze Zeit so weitermachen. Für mich ist kein Problem. Ich habe dann noch so ein 5er, ein 6er habe ich auch noch dabei. Das ist nicht schlecht. sehr gut, Digi, sehr gut. Ja, da werde ich das gleich mal. Ist das eh? Ja, das für die Nahkampfkarten. Sehr schön. Haben wir da wenigstens schon mal ein kleines Minus. Ganz, ganz wichtig. Auf ganz, ganz gut angelehnt. Der hau ich mal am 5er rein und leck mir am Arsch. Also, jetzt könntest du es dann aber schon langsam aufgeben, Havra, gell? Also, mit einer 20 oder ja, mit einer 20, Alter. Bist deppert. Ah, trotzdem. Der würde ich jetzt aber sagen, passen. Für alle Fälle. Da hebe ich mir lieber die anderen Sachen noch auf. Da hebe ich mir wirklich gern die anderen Sachen auf. Da warte ich lieber, was der jetzt da so hinlegt. Okay. Interessant. Bei Gleichstand? Org. Okay, passt. Ja, dann gib mir mal her da. Kann ich wenigstens irgendeine Karten kriegen. Wenigstens irgendeine. Okay, ein kleiner Hupferer. Sehr schön. Er muss
Nur schauen, dass ich mir da das ein oder andere aufhebe. Mach ich lieber Ehren. Weil vielleicht tut er jetzt eh passen. Weil dann kann ich auch. Ah, der Gegner tut schon passen, ja? Deppert da. Deppert bin ich nicht. Nur so deppert. Passt, dann können wir schon passen. Ja, dann tun wir passen. Haben wir schon geschafft und tschüss. Das erste haben wir schon mal. Den Sechser, den kriegen wir dann auch gleich los und tschüss, Papali. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Leider nur nicht die richtige Karte, aber was soll's. Hey, lege ihm hin, was er will, aber ich gehe trotzdem lieber auf Nummer sicher und gebe gleich mal einen Fünfer her. Ich gehe. Oh. Den hab'sche. Damit vielleicht so ein kleines Plusserl. Wäre natürlich auch gescheiter gewesen, wenn ich da vielleicht das andere genommen hätte. Aber ist jetzt nicht so tragisch, würde ich jetzt mal sagen. Weil da hätte ich mal ja auch den Sechser ja auch nehmen können. Auf ganz hart gesagt. Der hat ja gar nichts mehr da, oder? ja, also, ich würde mal sagen, ich hab's geschafft, oder? Also, kann ich eh nicht mehr hinlegen. Aber ich leg gern trotzdem weiter hin, gell? Also, ich würde mal sagen, wir haben's geschafft, gell? Also, wir tun nochmal passen, gell? Da, so, Digi passt. Krieg wenigstens irgendeine kleine Belohnung, irgendwas in irgendeiner Richtung, das wär's. Gib mir ein bisschen was. Ah, sehr schön. Aber war schon gut, das mit dem Passen in der ersten Runde. Da immer so einiges erspart. Dein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Jein. Ein bisschen. Ich habe mir mal das Spiel runtergeladen. Also dieses separate Quent habe ich mir mal runtergeladen, mal kurz ausprobiert gehabt. Und das war es dann auch schon wieder. Und ich auch in der Witch habe ich es ja auch schon mal ein, zwei Mal schon mal ein bisschen geschafft gehabt, das ein oder andere. Na, hallo? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder. Und die nicht eine Frau. Die meine eine. Nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß. Danke, Digi, danke. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimme. Nein, bring gleich mal die Flaschen her, was? Die Flaschen hätte ich definitiv. Ja, wir sind definitiv dafür, dass wir was trinken, ja? Gut. Cool. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer, ich hab schon einen Durst, ich kann nicht mehr weiterfragen. Bring ihn mal her da. Brauch was zum Trinken. Gib her da. Ihren Namen hab ich nicht gesagt, aber du hast sie perfekt. Wow, aber wow, Alter, ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht von den beiden, aber gell? Kann nichts dafür. Jetzt haben wir, wie wir es mal mit anstoßen, oder? Gehört sie schon, oder? Also, da haben wir mal so ein leckeres Saftl gekriegt und kann er dort anstoßen. Na, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von den beiden. Na, ohne anstoßen, klar fix. Das erste ist für den Dusch, das andere ist zum Genuss. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blavik. Oh, der weiß mehr als du selber von dir. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Auf deine Mutter. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Spiegelhändler? Oh. Spiegelmeister und Mann des Glases. Mann des Glases, interessant. Interessant. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um... Na sicher, Digi. Natürlich, immer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Aber sowas. Ein nilfgaardischer Speer der örtlichen Garnison. Am besten eigentlich leeren. Klar leeren. Bei ihrem Lager. Mist Schip auf durchschauen kannst. Sie ist reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin?
Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Frag in der Garnison. Dass wir sowas von weitergeholfen haben. Super. Müssen zusammenhalten. Das nächste Mal, wenn ich im Trifolder frage in der Garnison, Alter, gescherzt. Dass man es wenigstens sagt oder sonst was. Na, hat uns eh geholfen. Schön brav. Kann ich da die Truhe da so ein bisschen zapzerab machen? Also, dieser Lager ist es. Muss ich irgendwas einlagern? Wo soll ich das wissen? Also, Quest, Handwerker, dies zu sehen ist okay, passt. Nee. Ich hätte mir vielleicht gedacht, kommt vielleicht die Karten, aber die Karten werden gleich automatisch dazugehört ins Deck. Ausgetrunken. Ja, war lecker. Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ach, die waren eigentlich relativ alle gastfreundlich. Die waren alle so nett. Die wollten mir Pussy geben. Geiler Spruch. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen. Also ich sollte ruhig vielleicht noch die den einen oder anderen holen. Wenigstens noch so 4-5, damit es wenigstens ungefähr fair ist. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chat, Lash, zurück. Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Also ich würde mal sagen, dann bist du der Mutant, oder? Dann bist du definitiv der Mutant. Alter, das Pferd zuckt schon mal wieder aus. gefällt mir. So, kommen sie. Hoppa, reiter. Hey, du bist noch nicht an der Reihe, Bulli. Das Pferd zuckt schon aus, Alter. Top dir aus, Pferd. Top dir aus, Alter. Gib ihm von hinten, Alter. Stecke meine. Was? Ja, so geil, Alter, wie das Knie in die Fresse hat. So elegant und wunderschön. Ich würde immer sagen, Plötze? Schade, dass ich die nicht berauben kann. Wirklich schade, die haben sicher was Gutes eingesteckt. Safe. Na gut, ich würde mal sagen, genießt euer Nickerchen. Ich komme später wieder. Na hallo, da schaut aber auch jemand aus, wie er schon ein bisschen mehr gesoffen. Hä? Ein bisschen, nur ganz, ganz bisschen. Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-N, nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Derva. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Derva. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Nettes Höschen. Ich habe mir schon gedacht, kommt dazu operieren lassen, sonst deshalb bin ich stehen geblieben. Weil, was? Anderer Name, was? Was? Da war irgendwas schief. Da läuft irgendwas nicht ganz korrekt. Schaut doch, der hat sich gleich umoperieren lassen, der Hund. Ja, Wahnsinn. Schaut doch, der hat sich schon gegönnt. Aber geil, wie es so ein bisschen arbeiten, wie das kleine Kind da herumspielt. Am liebsten wäre ich gleich mit dem Pferd drüber trampelt, aber sonst. Sehr nett hier. Ganz ruhig, auf entspannt etc. Safe. Ja, wir schauen natürlich gerne mal beim Friedhof vorbei. Definitiv. Sehr, sehr gern. Frag mich zwar nur, warum ich genau beim. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Warum ich eigentlich genau da hier geführt werde, aber na, ich werde weiterziehen. Ich werde definitiv weiterziehen. Wenn ich ganz genau weiß, Alter, da kommt was Schlimmes auf uns zu, wenn ich da stehen bleibe. Na hallo. Guter Helm, bist du deppert? Aber die hängen da einfach so rum. Die haben da sicher voll chillig da oben. Voll chilliges Leben. Sind sicher auf Urlaub. Ich muss trotzdem sagen, grafisch noch immer einfach der Wahnsinn. Einfach wirklich der Wahnsinn. Grafisch ist es noch immer eine Augenweide. Die hängen ab. Aber wie gesagt, es ist so schön. Noch immer eine Augenweide. Das ist ein Wahnsinn. Level 5. Würde ich sagen, sogar ein bisschen Feuer, damit er. Na, gar nicht einmal. Schade. Wird gleich aufgefressen, Alter. Bist du deppert, muss aufpassen. Bist du deppert, Alter? Stufe 5, Alter. Ich bin schon der Ärgste. Wird schon komplett rasiert von denen. Immer mehr da.
Bissl Feuer? Ja, sehr gut. Mit ein bisschen Feuer geht alles. Mit ein bisschen Feuer geht alles. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht habe ich auch das falsche Schwert. Gönn dir. Gönn dir, Digi. Gönn dir. Das ist Wahnsinn. Also wenn du teilweise Spiele von jetzt anschaust und dir so ein Spiel anschaust, weil der Witcher ist ja schon sehr, sehr lange draußen. Muss man dazu sagen. Wahnsinn, wunderschöne Augenweide. Man kann sich bis heute, muss ganz ehrlich gestehen, man kann, viele Entwickler können sich heute noch immer quasi eine Scheibe abschneiden. Nicht nur von der Grafik, sondern von vielem anderen noch zusätzlich. Allein schon von der Geschichte her. Wie viel Nebenquests es gibt. Aber Nebenquests mit so viel Tiefe und alles. Weißt du, wo du so sagst, die Nebenquests wären nicht einfach nur so hingeklatscht, sondern du liebst diese Nebenquests. Du willst mehr von diesen Nebenquests sehen. Und das finde ich halt einfach dieses Besondere daran. Du hast diese Open World, aber diese Open World passt halt einfach zu den Nebenquests. Und zu den Missionen. Wie hätten sie erster die Quests und alles drum und dran gemacht und dann erst die Open World geschaffen? So fühlt sich das für mich an. Einfach ein rundes Zusammenpaket. Okay. Okay, passt. Hätte sie gleich nicht kassiert. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis. Ja, der ist so Gida, Havra. Der ist so Gida. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ich kann dir Probleme geben, ganz kein Problem. Falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Oh. Das ging aber einfach jetzt. Ah ja, so fragen wir mal, so Arbeit. Definitiv gern. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Okay, let's go. Jetzt hätte man noch ein bisschen freundlicher sagen können, aber na gut, ja, passt. Wir wollen ja nicht so sein. Normalerweise hätte ich ihm schon einen in die Pappen gehabt, aber wir wollen ja nicht so sein. Wir sind einmal auf lieb. Die Hauptstory, alles. Es ist so vieles gut, was man sich noch abschauen könnte. Ist ein Wahnsinn. Auch so ein bisschen so die Liebe ins Detail, die Charaktere, was die für eine Tiefe haben. Du kaufst das Erna zu 100% ab. Wie würde es diese Charaktere wirklich geben? Und diese Liebschaft und alles. Da kommt einmal halt ein bisschen Ficken dazu, da kommt einmal ein paar Schimpfwörter dazu. Du Hurenkind, etc. Das finde ich auch so gut. Rassismus, Vergewaltigung. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, wo war das? Ja, in Valhalla zum Beispiel. Alter, Valhalla bietet sich so stark für so etwas an, wie Themen wie Vergewaltigung und alles. Flüche, Drogen. Wer barbarmäßig? Nee. Du kannst nur geschissene Büze fressen. Und das war's. Diese scheiß geschissenen Büze sind quasi dieser Drogenersatz. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du, man könnte Geschichten machen. Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Das ist ja das. Aber es ist schon mal allein schon... Weißt, Grafik ist nicht immer alles. Sagen wir, es reichen schon die 60, 120 FPS für den PC. Reichen schon vielleicht ein bisschen Raytracing oder keine Ahnung. Mir ist das wurscht, ehrlich gesagt. Ab und zu, aber Grafik ist ja nicht alles, wenn das Gesamtpaket passt, wenn die Nebenquests passen, wenn die Open World passt, wenn alles rund läuft. Du hast eine Geschichte, wo du dich verliebst. Also das hast du immer seltener, meiner Meinung nach. Tales of Arise war für mich so eine heftige Überraschung des Jahres. Das war wahnsinnsgeiles Game. Alan Wake, der Wahnsinn. Es hat
mich mal wieder herausgefordert. Nicht dieses, okay, passt, ich muss mal wieder in das Spiel reinkommen, weil ich schon mal eine Woche lang nicht mehr gespielt habe oder sonst was. Nein, es hat mich immer wieder neu herausgefordert und das vermisse ich in den Spielen. Das vermisse ich extrem stark in den Spielen. Bosskämpfe fühlen sich heutzutage schon fast jedes Mal nach Schema A bis Z an. Du hast quasi deinen Grundgameplay, du hast deine Mechaniken und das war's. Aber dann, wenn ich schon dieses gleiche Gameplay habe, dann musst du dieses Gameplay ein bisschen verschönern. Dieses Drumherum, Bösewicht erschaffen, wo du so denkst, so, den will ich nicht töten. Ich muss ihn aber, oder ich bin zwiegespalten, oder das ist richtiger Bösewicht, das ist der Motherfucker des Todes. Wo ich gleich von Anhieb sag, so, boah, Digi, den kaufe ich zu 100% ab. Far Cry 3 zum Beispiel, der Wahnsinn. Der reinste Wahnsinn. Far Cry 6 lässt mich kalt. Lässt mich ehrlich gesagt vollkommen kalt, der Haverer. Ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadger. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Liebend gern. Was kümmert dich der Greif? Na, ein bisschen Money, hallo, Digi. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison... Das kostet dann extra, gell? Das kostet dann extra, Havara. ...zur Strecke zu bringen, das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Hust. Perfekt, Expert. Hust. Kostgleich extra. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? So einiges, oder? Und Frau. Ganz, ganz wichtig. Ohne die ein oder andere bestimmte Frau kann ich nicht arbeiten. Das geht sonst nicht. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Töte Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Oh, wie nett. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Na dann. Let's go. Holen wir sich den Wichser. Mislav. Danke. Es so und jagten. Was? Nächstes Ziel oder was? Aber Leute, damit würde ich sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.